Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Haut. Die Haut ist das größte Sinnesorgan überhaupt, was wir haben, und auch generell das größte Organ. Und dazu erzähle ich jetzt was. Wozu brauchen wir die Haut? Die Haut umgibt unseren ganzen Körper. Sie ist eine wasserdichte Hülle, solange die Haut unverletzt bleibt. Und sie sorgt auch, dass kein Schmutz und keine Krankheitserreger quasi in den Körper eindringen können. Unsere Haut ist auch ein großes Sinnesorgan. Die Nerven in der Haut melden sanfte und schmerzhafte Berührungen an das Gehirn. Ebenso warme und kalte Luft oder Berührungen. Außerdem hilft die Haut, die Körpertemperatur immer gleich zu halten. Es ist uns zu warm, erweitern sich die Blutgefäße in der Haut. Die Haut wird rot, weil mehr Blut hindurchfließt. Dadurch wird mehr Körperwärme an die Luft abgegeben, zugleich sondern die Schweißdrüsen ihre salzige Flüssigkeit ins Schweiß nach außen ab. Wenn der Schweiß auf der Haut verdunstet, verschafft uns das ebenfalls Kühlung. In die innerste Hautschicht, die Unterhaut, ist ungewöhnlich bei manchen viel Fett, normalerweise gewöhnlich Fett, eingelagert. Es hilft, den Körper warm zu halten. Außerdem dient dieses Fett als Polsterung gegen Stöße und Reservestoff für Hungerzeiten. Kriegt man Sommersprossen auch im Winter? Jopp, gute Frage. Sommersprossen sind kleine Flecken aus braunen Hautfarben. Hautfarbenstoffen genannt. Dieser Farbstoff wird vor allem dann gebildet, wenn die Haut direkt von Sonnenlicht bestrahlt wird. Deshalb sitzen Sommersprossen überwiegend im Gesicht und an den Händen und Armen. Meist sind sie im Sommer dunkler und deutlich mehr. Aber auch im Winter können sich Sommersprossen vermehren. Zum Beispiel, wenn man während der Skifahrens Sonne abbekommt. Nicht jeder hat oder bekommt Sommersprossen. Besonders Menschen mit roten oder rotblonden Haaren haben oft viele Sommersprossen. Wann hat der Mensch eine Gänsehaut? Jedes Härchen ist an seinem Ende, mit dem es in der Haut sitzt, mit einem winzigen Muskel verbunden. Wenn es uns friert, ziehen sich die Muskeln zusammen. Dabei richten sich die Haare auf. Es wird ja enger und es wird straffer gezogen. Zugleich wird die Haut ringsherum ein wenig einwärts gezogen. Deshalb gibt es diese Punkte auf der Haut. Gut, einwärts gezogen, wo bin ich? Sie sieht dann aus wie die Haut einer gerupften Gans, wie ich schon gesagt habe. Die Fähigkeit, bei Kälte eine solche Gänsehaut zu bilden, stammt aus der Vorzeit des Menschen, als er noch ein Fell hatte, quasi. Durch Aufstellen der Fellhaare erzeugte er so eine dicke, wärmende Luftschicht um den Körper. Nur damals hatten wir Fell, da hat es uns mehr gebracht. Jetzt sieht es einfach nur lustig aus. Das war's zum Thema Haut. Na dann. Tschüss.